Hey! Hey, ich habe Hunger auf Guacamole, du auch? Super, schon, oder? Super. Guacamole! Muss man einen ganzen Weibel. Nein, ganz oben. Das muss so körnig sein. Herb. Hast du zwar ein bisschen länger, bis es verrinnt ist? Das ist ja eine Pappnase. Mole! Ja, wie lange sind wir jetzt schon in dem Traum? Jetzt bis jetzt sind wir. 40 Minuten. Hättest du Guacamole? Hättest du Guacamole? Hä? Sind die genug? Sind die genug? Das sind ja keine Guacamole. Du musst eben du musst draufdrücken und sagen, back, back. Was braucht es denn eigentlich für die Guacamole? Ja, es braucht einfach eben, wie gesagt, Oberherd auf Guacamole. Also, wie sagt man denn? So die grüne Avocado, die Avocado. Avocado, genau. Ja. Sie muss einfach hart sein, das ist wichtig. Und dann braucht es noch das Büffel dazu, das so ein bisschen den gemahlenen Geschmack gibt. Und das Verstampfen ist einfach. Ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Du, du rechts, musst auch schauen. Da. Da. Zeug raus da. Nein. Also zum Erklären. Nochmal. Ich würde es so machen. Also was du... Hey, lass jetzt. Guacamole. Drucken. Wenn sie weg machen, ist sie genug weich. Ist mir, oder? Aha. Und dann aufschneiden. Den harten Bollen zu geben. Den harten Bollen ausrechnen. Schön schälen. Und nachher. Das mag so sein. Ja. Aber ich zeige dir, wie es noch besser. So, was sind so. Unsere Avocado? Ein riesen Huren-Gabon. Wartet, wie ist sie? Kannst du mir helfen, ein bisschen härter zu finden? Ja, die heisst doch einfach Avocado, oder was sagst du? Ja, Guacamole ist nachher die Soße, die wir machen mit der Bündner. Ah, so. Die heissen gar nicht Guacamole. Nein, nein, Guacamole. Ist jetzt so wie viel brauchen wir da dazu? Quack, quack, quack. Ich habe gerade einen Rotzabend. Hast du sie billiger gekriegt, weil sie so hart sind? Das wäre schön wär's, ja. Jetzt zeige ich dir noch, wie hart das Tier ist, wie hart das sie muss sein. Wir machen jetzt hier den Avocado-Test. Sie ist noch ganz. Nein! Das heisst, sie ist genug hart für eben unser Guacamole. Der Test ist eben so, du musst sie so platzieren. Ja. So. Und jetzt? Wie hart ist? Es ist auf jeden Fall genug hart. Haben wir das auch noch gehört? Ich sage dir jetzt noch, das muss eine weiche Avocado sein, nicht eine harte. Ich habe nichts, so nicht doppelt. Eine harte Avocado, ich kann ja kein Mensch essen. Was ist denn das? Er mit seinen Dritten. Muss schon schauen. Ich kann es euch noch mal zeigen, wie hart die Guacamole oder die Nein, Avocado. Nein, da nicht gehen sie nicht. Und zwar, wenn ich jetzt hier runter plumpsen lasse, wäre es normalerweise mit einer weichen Avocado ja kaputt, oder? Und mit dieser Härte hier sieht man jetzt, dass die genug hart ist für mein feines Guacamole. Schau jetzt! Und siehe da, sie ist ganz. Das heisst, genau richtig für das Guacamole. So, haben wir es. Also. Also ich drücke jetzt voll. Schon. Moment. Nichts, blödes Geschwätz. Ja. So. Also wenn du mich fragst, die sind hart. Ich habe es jetzt schon hundertmal gehört, aber ich habe einfach keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Jetzt geht das folgendermaßen. Geht es gut zum Schneiden? Nein, natürlich nicht. Sie sind ja auch hart, oder? Jetzt müssen wir da ein bisschen mit der roher Gewalt dahinter gehen. Was soll denn?
Sauhund, du! Nein, so. Nein, also. Aber, so, jetzt sind wir schon mal. Was ist jetzt das da? Du doch die Ausstecher, die Nussseite. Nein, aber du bist jetzt einfach ruhig im Wald. Sicher. Tut man das gerne so abschneiden, gell? Wie könnte man es machen? Hey, der Steinherd! Ja, das muss so sein. Und Kehle hasse ich eigentlich. Ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt essen, ich will jetzt Guacamole. Und darum machen wir das. Ruckzuck. So. Kommt das mal da rein. Next. So. Das gibt jetzt aber niemals eine Guacamole. Ja, warte mal. Ich zeig dir jetzt, wie man die macht. Da bin ich gespannt. Ja. Bündner haben sowieso keine Ahnung. Ignaz. Ja. Du tust sonst im normalen Leben tust du sonst zuschälen, oder? Im normalen Leben? Ja. Was für ein Normal? Was für ein Normal? Bist du nicht normal, oder was? Schau mal das an hier. Hä? Bist du nicht normal? Schau mal das an hier. Ich habe gesagt, es geht bis hinterher. Es ist jetzt halt ein bisschen härter, aber... Ein Barbar, würde ich sagen. Wenn ich jetzt ein rosa-rotes Hemdli anhabe, sagen sie... Nein, ruhige Wald. Nein. Das kann nicht gut werden. Warte doch einmal. So. Oh. Ist jetzt ein Guacamole? Ja, bald. Guacamole, bald. Ja, also, Betonole. Das Bülferli habe ich Betonole ist das! Oh, jetzt holt ihr noch das Bülferli, dann geht's, gell? Ja. Normalerweise tut man ja so schälen. Aber nein. So. Das feine gehört das Bülferli dazu, gell? So. Jetzt eben wie gesagt, muss man das Nein. Nein. Also. Ich würde hier ein bisschen so machen. Ah. Jamie Oliver würde sich im Grab umdrehen. Der lebt ja noch. Der lebt ja. Der lebt ja noch. Die Huren pfeifen. Lass jetzt. So. Du hast doch schon mit Gewalt. Ja, machen wir. Da. Nein, stopp. Nein. Es ist sehr. Du hast schon alles am Boden. Ja. Oh, jetzt ist wieder gut. Warte jetzt. Warte, Nein, du bist ein Sauer. Das muss man jetzt da so mit dem Messer pürieren. Das ist auch froh. So. Das ist fein so. Ja, zu hart, viel zu hart. Ja, das weißt du schon. Jetzt ist es schon noch zu hart, aber nachher wird es im Fall die beste Guacamole, die du je gehabt hast. Was will er? Da rein? Das ist für die Kleinen, wo das Kleine rein. Haben wir nicht so einen Ding, so einen, weißt du, zum Mosten? Nein. So ein Muster haben wir jetzt nicht. Nicht. Aber... Ja, das ist eine gute Idee. Nein. Was ja, das geht gut. Eben auch nicht. Was Nein. machen wir denn da? Ah, schau Uli. Mit der. Ah. Das geht auch nicht. Ja. Nein. Ja, nein! Damn you! Anyway, das ist jetzt... Okay, wir nehmen jetzt einfach die grössten Stückchen raus. Ja. Dort noch die kleinen drin, nicht wahr? Und das ist ja dann gleich, wenn es ein bisschen körnig ist. Es darf auch ein bisschen körnig sein. Es darf ein bisschen körnig sein, es muss nicht frisch sein. Er ist einfach ein Barbar. Dann ein bisschen Gewürz dazu. So, sehen wir da. Dann rühre ich das ein bisschen. Rühren. Warte, ich habe hier einen guten. Hast du noch einen guten? Ja, das ist ein guter im Fall. Auch? Ja. Zeig mal. Ja, die ist weich. Aber es soll ja eben aus hartem Avocado sein. Sonst ist es ja eben nicht gut. Warte doch mal! Nein, das ist schon fast zu weich. Das ist schon fast zu weich. Jetzt müssen wir da noch ein bisschen verreiben, alles so, nicht wahr? Okay. So. Und so, und jetzt? Fein! Willst du auch probieren? Vielleicht bist du so ein Barbar. Ich bin entsetzt. Nein! Weißt du, fein? Nein! Du bist auch... Nein, jemand! Ich bin entsetzt! Das müssen wir nachher mal anschauen. Ich bin entsetzt, ob so viel Barbarismus. Der pure Barbarismus. Pure Barbarismus! Nein! Haben wir einen Besen drin? Ein Besen? Nein, ein Besen.